Und herzlich willkommen zu Lego Harry Potter Nummer 7, Part Nummer 22. So, jetzt hab ich's. Ah, manchmal haben wir nicht Brain Afkam. Was ist das? Okay. Warum hast du das kaputt gemacht? Lovegood. Der Vater von Luna. Jetzt wird mir alles klar. Mir fällt alles wie von der Augen von der Suppe. Und tschüss. Dann gehen wir mal zu Herr Lovegood. Und anscheinend hat er ein Artefakt von Voldemort. Ich darf diesen Namen eigentlich gar nicht sagen. Oh nein, der will uns verraten, stimmt. Wir sind zu spät. Sieht crazy aus. Anscheinend müssen wir da einbrechen. Und da geht's denen wieder gut. Wow. Müssen wir die Dinger kaputt machen? Die Drachen? Anscheinend ja. Machen wir jetzt Terror. Aber man kann jedem. Ich wollte gerade sagen, man kann jede Möhre aufholen oder was? Es ist ein Geduldsspiel. Yay! Wow! Was ist das? Bin ich auch hoch? Anscheinend nicht. Hermine, hast du ein Kätzchen dabei? Ja, danke. Ich sehe da eine Riesenbiene. Eine Riesenbiene. Eine Riesenbiene. What the fuck? Mutter, mach einfach schon, ey. Ich springe euch gerne auf den Kopf. Ah, oh, schwarze Magie. Ich hab keine schwarze Magie. Machst du jetzt endlich auf? Der ist ja noch bekloppter als Luna. Hey, mach die Treppe noch nicht runter. Hoch. Müssen zwei Hebel oder so sein. Kann der reparieren, ne?
Was macht der da Musik einfach? Da. Okay, da ist was rausgefallen. Jetzt können wir runterziehen, komm. Hermine oder Ron, Harry. Okay, das bleibt unten. Ich dachte, ich gehe wieder hoch. Ich wollte gerade so Special Tricks machen. Trink diesen Tee nicht. Oh, die Geschichte. Den einen Hunger, den Umhang haben wir ja schon mal, aber den einen Stab glaube ich auch da mit dem Licht. Komm ich denn jetzt hier? So. Das ist eine normale Treppe. Ich wollte schon gerade sagen. Und sie ging mutig durch diesen Wald. Jetzt holen wir einen gigantischen Pilz. Der macht. Cool gemacht, cool gemacht. Oder zwei. Oder drei. Oder zwei. Hi. Hi, ich bin. Stein der Weisen? Oder was ist das? So, ich kann sie bewegen. Ich dachte schon, hä? Boah, ist sie langsam. Die ist ja langsam. Danke, Frau. Scheiß Dinger, immer Hindernisse hier. Hey! Rein. Hey Brüder, kommt! Was ist denn hier? Hier ist doch fast gar nichts. Das Glühwürmchen? Toll, warum ging das denn gerade nicht? Verstehe ich nicht. Hab's doch gerade auch gemacht. Oh Gott.
Hallo Tod. Baum fällt. Wo muss ich hin? Wo ist der Weg zu Ende? Wo geht es hin? Oh, wie schön. What the fuck? Boah, ich dachte, er will mich jetzt direkt snacken. Was muss ich tun, Meister? Oh, da ist ein Hebel. Der Hebel der Macht. Drück ich jetzt. Ja. Scheiße. What the fuck, Zeppelin? Oh na, da ist er wild. Das hat wehgetan. Tut mir leid, Bro. Ja, spür den Kerbisch. Den ich will. Mann, der Kerbisch hat mich zu Tode gemacht. Er hat gerade mehr Punkte. Wenn ich 0 Punkte habe, werde ich dann sterben? Toll! Treffer versenkt! Treffer Nummer 2! Treffer Nummer 3! Nein! Ich kann noch schwimmen! Ich komm nicht dran! Ist zu weit! Ah, oh, jetzt ist es zu nah. Jetzt ist es zu nah. Leid über das Wasser, schöne Frau. Wer auch immer du bist. Ich gleite und gleite, wie mir es gefällt. Oh nein, ein komplizierter Jump'n'Run. 1, 2, 3. Die Kiste will mich nicht durchlassen. Oh nein, die Brücke. Oh. Hey Bro, du musst durch. Du, alles klar, Bro. Was riecht du mich nicht? Ich habe Schweißballen auf der Popo. Goldküste. Hä? Ach so. Schöne Frau, Hellstones. Ja, tu ich, Meister.
Und da läutete die Hochzeitsglocke. Sie ging durch Stadt und... Wow. Du siehst mich nicht, mein Freund. Ich bin unentdeckt bleiben. Ah. Das hat er wohl weh getan. Wow. Yay, wir haben wieder Punkte. Gott, wir bauen eine gigantische Treppe. Oh, wir sind in ein Haus. Oh nein, da kommt der Dämon. Die Geschichte ist ja hart, ey. Alle drei tot. Wo ist Luna? Sollen Luna suchen oder was? Ich würde mal sagen, das war Part Nummer 22 von Lego das siebte Jahr. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.